Meistertitel im Jahr 2008 verteidigen können, also 2007 und 2008. Dann eine neue Attacke. Diesmal ist es ein Niederländer aus der Skill Shimano Mannschaft, Piet Rooijakkers, ein sehr angriffslustiger Fahrer, den wir aus vielen Rennen kennen, eben weil er so offensiv nach vorne fährt. Und diesmal setzte er die Milram Mannschaft unter Druck. So, jetzt sind wir live im Rennen. Der letzte Stand, der uns übermittelt wurde, war, dass Piet Rooijakkers weiter vorne an der Spitze ist. Und wir müssten jetzt schon sein, so sehen Sie es auch eingeblendet, im Königsteiner Stadtteil Mammolsheim. Und damit sind wir in der Anfahrt zum Mammolsheimer Berg. Noch 600 Meter etwa. Dann geht es ja rechts rein in die kleine Straße im Steinbruch, die normalerweise gar nicht in dieser Richtung befahren werden darf. Ist nämlich eine Einbahnstraße. Aber immer am 1. Mai drücken die Ordnungshüter ein Auge zu. Nein, klar wird diese Strecke natürlich in andere Richtung befahren. Denn das ist ein Magnet, ein Anziehungspunkt im Verlauf dieser schweren Taunusschleifen. Das ist der letzte schwere Punkt. Und dann müssen die Mannschaften, die Sprinter in ihren Reihen wissen, natürlich reagieren und das Feld zusammenfahren. 300 Meter etwa soll der Rückstand betragen vom Feld. Da sehen Sie es, angeführt einmal mehr von der Milram Mannschaft, die sehr stark besetzt ist an dritter Position. Erkennen Sie wieder den deutschen Meister Fabian Wegmann, zuletzt etwas erkrankt und deshalb nicht in Topform gewesen bei den Frühjahrsklassikern, die er sich eigentlich ja ausgeschaut hatte, wie das Amstel Gold Race, wie Lüttich-Bastogne-Lüttich. Das sind Rennen, die ihm eigentlich liegen. So, jetzt von oben der Spitzenreiter Piet Rooijakkers. Von oben sieht das alles so harmlos aus, aber wenn Sie schon mal vielleicht hochgefahren sind oder hochgelaufen, reicht auch schon, dann wissen Sie, Wahnsinn dieser Anstieg. 19%, am steilsten Stück sollen es 21, manchmal sogar 23% sein, aber das sind dann nur ein paar Zentimeter. So, also minimaler Vorsprung. Vorne der Führende, Piet Rooijakkers. Einen großen Sieg hat er noch nicht davongetragen in seiner Karriere, aber immerhin ein Achtungserfolg. 13. Platz bei den Cyclassics in Hamburg im vergangenen Jahr, hat jetzt den Punkt erreicht. Aber der Anstieg ist noch nicht beendet. Hier die Bergwertung. Wegmann an zweiter Position. Wichtig natürlich auch immer der Blick in Richtung Gerald Ziolek, der starke Sprinter aus der Milram-Mannschaft. Also um diesen Gedanken noch aufzugreifen, jetzt geht der Anstieg eigentlich erst weiter. Denn es führt ja hinauf in Richtung Königstein zum Kreisel, so mit 6-7%.